Wolfram, ich treffe mich gleich mit der Miriam im Hotel. Ich wollte mich da eh schon längst mal blicken lassen. Das hatte ich auch gerade vor. Na, da können wir doch alle gleich gemeinsam gehen. Von mir aus können wir das machen, Wolfram. Kannst du mal bitte schauen, ob Demi noch schläft? Ja, er schläft noch, Martina. Okay, dann gehe ich hoch und sage den Kindern Bescheid. Lena, ich habe gehört, du hast Fernsehverbot bekommen. Stimmt das? Ja, Sarah, das ist so blöd. Warum hast du denn überhaupt Fernsehverbot bekommen von der Mama? Ich habe die Schule geschwänzt. Wirklich? Auweia. Das war alles Hannes Sache. Wenn du nicht Fernsehen gucken darfst, dann möchte ich auch kein Fernsehen gucken, weil alleine macht das gar keinen Spaß. Wirklich, Sarah? Na klar doch. Sarah, du bist die beste Schwester auf der Welt. Kommt ihr bitte, wir wollen noch mal ins Hotel rübergehen. Ja, Mama. Haben wir alles? Können wir losmachen? Mama, darf ich den Kinderwagen schieben? Aber natürlich, Lena, wenn du das möchtest, gerne. Ja, Mama. Jetzt machen wir aber los. Mia, Sie kommen. Alles klar. Ja, hallo? Mia von der Rezeption hier. Wollt nur Bescheid geben, dass Sie kommen. Ja, super. Dann rufe ich gleich beim Bernd an. Ach, diese blöde Schraube will einfach nicht reingehen. Hammer am Apparat. Sie kommen. Wo bleibt denn der Fahrstuhl schon wieder? Jetzt muss ich mich aber beeilen. Hallo, Frau Besenrein. Auch auf dem Weg nach unten? Komm rein, Bernd, wir müssen uns etwas beeilen. Du sag mal, Bernd, wann war bei euch jetzt der Hochzeitstermin gewesen? In einem Monat, Frau Besenrein. Es sind ja schon alle da. Komm jetzt, Bernd. Nanu, ist ja gar keiner da. Martina, ich habe auch keine Ahnung, wo die alle sind. Wir schauen mal im Garten, vielleicht sind sie ja da. Überraschung! Frau Mattis, alles Gute zur Geburt Ihres Sohnes. Danke dir, Mia, das ist ganz nett von dir. Och, ist das ein süßer Fratz. Dankeschön, Ines, Nina. Schau doch mal, wie klein der ist. Ah, Bibi, ich freue mich so, dass es dir wieder gut geht. Ja, danke schön, Frau Mattis. Und wann ist jetzt noch mal genau euer Hochzeitstermin? Der ist am 15. April. Wenn ihr Hilfe braucht bei den Hochzeitsvorbereitungen, dann sagt einfach Bescheid. Oh, wie süß. Hallo, Lena. Hallo, Felix. Du sag mal, wo warst denn du gestern in der Schule? Felix, ich habe die Schule geschwänzt, deshalb habe ich jetzt Fernseherverbot. Kommt ihr beiden mit rüber? Ich will noch ganz kurz mit Felix reden, Mama. Okay, also wenn was ist, wir sind in der Cafeteria. Was war denn jetzt gewesen, Lena? Ich will jetzt alles wissen. Felix, nicht hier, komm mal rüber. Hannes hat mich von zu Hause abgeholt. Dann habe ich den Hannes gefragt, ob er Busfahrscheine hat. Dann sind wir in den Gepäckraum reingestiegen und dann sind wir in den Park gefahren und dann waren wir Eis essen und dann habe ich Ärger gekriegt. Ach Lena, warum machst du auch so einen Quatsch? Der Hannes ist nicht gut für dich. Ich habe Fernseherverbot und jetzt kann ich meine Lieblingsserie nicht gucken, die ich noch nie geguckt habe. Das ist alles doof. Und Miriam, wie geht's dir so? Danke, Wolfram, mir geht's eigentlich ganz gut. Martina, warte, ich hol dir einen Stuhl. Mia, wollen wir das Geschenk schon überreichen? Das ist eine sehr gute Idee.
Schau, hier ist die Karte. Mach du das lieber mit der Karte, Mia. Du kannst viel besser reden als ich. Okay. Ich bitte um kurze Aufmerksamkeit. Frau und Herr Mattes, wir, das gesamte Hotelpersonal, haben alle zusammengelegt, um dieses Geschenk überreichen zu können. Wir freuen uns alle sehr über die Geburt Ihres kleinen Sohnes, Damon. Vielen lieben Dank, Mia. Auch wir möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken, dass der Ablauf im Hotel so reibungslos auch ohne uns funktioniert hat. Dies ist ein Gutschein für ein Wellness-Wochenende für zwei Personen. Bitte schön. Dankeschön, Mia. Ja, dann sagen wir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an das gesamte Hotelpersonal. Das war aber nicht nötig gewesen. Wir, das Hotelpersonal, haben auch beschlossen, dass wir an dem Wochenende auf Ihre Kinder aufpassen. Cool, dann kann ich das ganze Wochenende Fernseher gucken. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gebe mir doch einen Daumen hoch und abonniere kostenlos meinen Kanal, indem du auf das runde Bild in der Mitte klickst. Hier sind noch drei Videos für dich. Viel Spaß beim Ansehen. Ciao!